kommen wir von einem schrecklichen Ort zum nächsten. Ich wohne in der gefährlichsten Straße Deutschlands. Das hat das Wissenschaftsmagazin TAF herausgefunden. Das ist die Eisenbahnstraße in Leipzig. Sehr, sehr gefährlich. Und weil man dort nur leben darf, wenn man auch kriminell ist, habe ich beschlossen, dass ich eben kriminell werde. Ich fahre Fahrrad ohne Licht. Langsam angehen lassen. Ich weiß, krass. Mir ist letztens, als ich mit meinem lieben Kumpel Julius Fischer sehr lange Bier trinken war, Folgendes passiert. Und der Text heißt Zigarette und das ist sächsisch für Zigarette. Das geht so. Als ich in die Straße, die Schnur geradeaus zu mir nach Hause führt, einbiege, sehe ich schon das Polizeiauto in der Querstraße. Nee, denke ich, trete nochmal die Pedale, biege an der nächsten Kreuzung nach links, dann wieder nach rechts, kein Polizeiauto mehr da. Läuft, denke ich, und fahre weiter. Im selben Moment überholt mich ein Polizeiauto. Na klasse, denke ich, während mich ein grinsender Polizist aus dem Beifahrerfenster anschaut. Wollen wir mal anhalten, brüllt er mir entgegen. Wie jetzt, ob wir wollen, frage ich. Na, halten wir mal an. Ja, soll ich oder nicht, rufe ich. Halten Sie mal an. Okay, sage ich und halte an. Ich hasse es, wenn Leute Anweisungen in Fragen verpacken, weil sie dann glauben, das wäre netter. Der Polizist steigt aus, sein Bauch hat etwa die Größe eines Gymnastikballs. Seine blasse Kollegin sieht mit den schneeweißen Haaren aus wie Spargel. Hier, geben Sie mal einen Ausweis, sagt der Polizist. Widerwillig zerre ich meinen Ausweis aus dem Portemonnaie. Nebenbei überfliege ich das hässliche Passfoto, auf dem ich aussehe, als hätte ich nach 4 Tagen ohne Schlaf auf einer Handvoll Wespen herumgekaut. Ah, lacht der Polizist, das Bild, haha. Ja, lustig, sage ich, lustig. Sabine, ruft er hier, guck mal, das Bild, voll lustig, ja. Die Polizistin nimmt den Ausweis und deutet auf ihr Funkgerät. Passiert da was, wenn wir jetzt nachfragen, ob was gegen sie vorliegt? Ist ich, sag ich. Denk nicht. Wie, Sie denken nicht, ruft die Polizistin. Sie müssen doch wissen, ob was gegen Sie vorliegt. Ja, weiß ich, sag ich. Was glauben Sie denn, wen Sie angehalten haben? Donnerstag um 5 auf dem Fahrrad. Aber ist schon Ihr Fahrrad, hä? Fragt der Polizist lächelnd. Klar ist mein Fahrrad, sag ich. In Leipzig werden täglich 200 Fahrräder gestohlen, brüllt die Polizistin. 200, sag ich, klar. Der Polizist mustert mich. Ganz in Schwarz, hä? Und, sag ich, wie so ein Verbrecher, lacht er. Ja, normalerweise trage ich sogar schwarz-weiß gestreift, sag ich. Na. Wo kommst du denn gerade her? Aus der Skala, sag ich. Oh, ruft der Polizist. Oh, da ist wirklich schön, oder, Sabine? Was? Skala ist wirklich schön, oder? Nee, mag ich nicht, ruft die Polizistin. Wegen Rochen und so, die Rochen da alle, mag ich nicht. Der Polizist wendet sich wieder zu mir. Rochen Sie, Herr. Ja, sag ich, wollen Sie eine? Also ich bin doch im Dienst, ruft er und rückt seine Mütze zurecht. Das darf ich doch nicht annehmen, darf ich doch nicht. Er zögert. Also wenn Sie jetzt eine fallen lassen und ich die dann finde, das ginge. Irritiert ziehe ich eine Zigarette aus meiner Schachtel und lasse sie sehr offensichtlich auf den Boden fallen. Oh, gucke, Sabine, lacht der Polizist, eine Zigarette gefunden, na sowas. Die Polizistin quasselt weiter in ihr Funkgerät. Der Polizist zündet sich die Kippe an und schaut zu mir. Haben Sie Alkohol getrunken? Schon, sag ich. Ja, riecht man. Sorry, sag ich. Nee, wollte ich nochmal gesagt haben. Sie fahren ja ganz schön schnell, hä? Geht so, sag ich. Das Fahrrad ist ja auch leicht Rennrad und so. Na, also ich fahr langsamer, ruft der Sabine. Fährst du so schnell? Ich fahr nur Auto, ruft Sabine. Ich verdrehe die Augen. Die Sabine fährt halt nur Auto, ruft der Polizist. Hilft mir jetzt nicht so, sag ich. Sie haben aber wirklich viel Alkohol getrunken, ruft die Polizistin. Das nur wieder nicht, rufe ich. Das rieche ich bis hier. Müssen wir pusten, fragt der Polizist. Wie jetzt, frage ich. Na, ob wir pusten müssen, habe ich gefragt. Wie jetzt, soll ich das entscheiden oder was? Ja, ich fahre nur. Ja, was wollen Sie denn jetzt hören, wenn Sie sagen, wir müssen pusten, dann pusten wir halt. Ja, lacht der Polizist, das hat letztens auch einer gesagt. Dann haben wir gepustet und hat er 2-2 gehabt. Muss man mitnehmen in die Zelle, ha. Ja, pusten wir halt nicht, sage ich. Pusten wir halt nicht, grinst der Polizist verschwörerisch und schnippt seine Kippe gegen das Polizeiauto. Langsam beginne ich ernsthaft zu zweifeln, ob ich tatsächlich von der Polizei oder vom Quatsch Comedy Club angehalten wurde. Ja, ruft der Polizist nach einer Weile. Haben Sie Rücktritt am Fahrrad? Nee, sag ich, weil Sie haben ja auch keine Bremse. Ja, ich glaube, das ist leider so bei dem Fahrrad. Was machen wir da? Wie, was machen wir da? Woher soll ich das wissen? Wenn Sie clever sind, machen Sie sich eine Bremse ran, halten Sie nicht mehr an. Ich dachte, Sie haben mich angehalten, weil ich kein Licht habe. Stimmt, sagt der Polizist. Also, das wären erstmal 20 Euro wegen kein Licht, dann noch was wegen Verkehrsuntauglichkeit des Fahrrads. Wie jetzt, wenn man kein Licht hat, dann ist das Fahrrad trotzdem noch verkehrstauglich, frage ich. Klar, sagt der Polizist, fährt doch noch. Na dann muss ich es ja auch nicht zahlen, oder? Mein Fahrrad fährt ja. Ja, fahren können Sie damit schon, aber fahren dürfen Sie natürlich nicht, erklärt der Polizist fachmännisch. Klasse, sage ich kopfschüttelnd. Hier, wo wohnen Sie, Herr? Na, da vorne, sage ich. Hätten Sie schieben können, hä?
Ja, aber ich komme doch aus der Skala, sage ich. Ja, stimmt, nickt der Polizist, wäre ich auch gefahren. Der Mann ist wahnsinnig, denke ich. Also, das wären 20 Euro wegen kein Licht, noch was wegen genereller Verkehrsuntauglichkeit des Fahrrads und noch was wegen Alkohol. Ja, und wie viel? Macht der Polizist. Wie sehe ich, kriegen sie per Post. Na okay, sag ich. Ach, und noch was wegen Abhauen. Wie jetzt abhauen, frage ich. Na, Sie wohnen doch da vorne. Ja, sag ich. Hätten Sie einfach geradeaus fahren können. Ja, nee, sag ich, fahr immer da lang. Sind nicht zufällig abgebogen, weil Sie uns schon in der Seitenstraße gesehen haben. Ich hab doch kein Licht, sehe beim Fahren überhaupt nichts, sag ich. Ja, machen Sie mal, dass Sie nach Hause kommen. Ich steige auf das Fahrrad. Schieben, ruft der Polizist. Ja, ja, sag ich, und schiebe. Sie, Herr, ruft es hinter mir, als ich schon ein paar Meter weit gegangen bin. Ja, rufe ich. Ob Ihnen vielleicht eine Zigarette aus der Tasche vielleicht? Klar, sage ich und schnipp ihm eine zu. Dann fahre ich aber. Also ich sehe es nicht, ruft der Polizist. Ich habe gerade hier eine Zigarette gefunden.